So, den da hinten können wir auch noch mitnehmen. Aber der ist zu weit weg. So. Cool. So, kurz aufladen. Und die Ungeduld schlägt zu. So, wollen wir nochmal schauen. Ich glaube, ich sehe ihn auch bereits. Da sitzt er. Mal gucken. Hey, Sam. Ah ja, hier, guck mal. Streich Trevor von der Liste deiner Handelspartner. Ich wusste, mein Glück lässt mich nicht im Stich, wenn ich dir die Sache anvertraue. Hier. Das ist mehr, als du von ihm jemals bekommen hättest. Neue Stufe, ja. Was, 115? Was soll das denn? Bei der mickrigen Belohnung strapazierst du dein Glück. Ach, da sind doch tatsächlich ein paar Splitter in meiner Tasche geblieben. Hier, ja. Der Rest. Und weil du dich auf meine Seite geschlagen hast, will ich dir noch was verraten. Wie du vielleicht weißt, regiert ihm vor der Duke mit seiner Familie. Ja. Eine skrupellose Bande, von denen man sich in Acht nehmen muss. Ja. Mit einer Ausnahme. William. Er macht immer auf dicke Hose. Aber sei dir sicher, das ist nichts als heiße Luft. Lass dich von seinem Gequatsche also nicht einschüchtern. Das ist mir nicht entgangen. Ah, du bist also schon im Bilde. Mhm. Na dann, gute Reise. Vielen Dank. Und warte mal. Lass uns handeln. Okay. Schutzmaske. Na, sieh mal einer an. Für 238 Resistenz Gift und Strahlung. Wir haben aber schon eine. Die hätte ich anziehen sollen. Vorhin, statt den Trank zu kippen. Aber egal. Reines Elex nur 5? Das ist aber wenig. Da hat er nicht so viel, ne? Weißt du was? Dann nehmen wir, das nehmen wir immer ab. Der braucht's ja eh nicht. Holzpfeile kosten 2. Ich könnte... Aber ich glaube, Pfeile bin ich von weg, ne? Handgranaten. 50 Schaden. Näherungszünder. Vielleicht sollten wir mal, statt Aufschlagzünder, sollten wir vielleicht wirklich mal den Näherungszünder probieren. Ah ne, wir machen immer Zeitzünder, ne? Aufschlagzünder. Ja, Aufschlagzünder ist, glaube ich, besser. Müssen wir mal testen. Wird geworfen, tut weh. Finde ich schön. Okay, Handel akzeptieren. Was prima. Das früher wohl mal war. Elixit war schon immer, oder Elex war immer Elex. Das hier weiß ich ehrlich gesagt nicht. So, jetzt wäre meine Frage nur noch. Bunker des Dukes. Der ist da hinten. Mal gucken. Ich frage mich immer noch, wie der den Jetpack bedient. Das wundert mich immer noch ein bisschen. So, warte. Das hier war doch Le Puf, glaube ich, ne? Ja, Le Puf. Was ist denn hier? Ich dachte, sie hat nicht so viele Kunden. Outlaw, Outlaw, Outlaw. Alles nur Outlaws, okay. Warte, nehmen verboten. Ich komme mal mit auf die Bühne. Ich muss das mal überprüfen. So. Das ist eine sehr unnatürliche Arschbackenbewegung. Ich glaube, die will nicht... Ich will mir auch nur die Stange angucken, eigentlich. Was ist denn... Wenn Botox nicht verfügbar ist, dann spritzt man sich eben Wackelgofi. Klar. Okay. Hank. Ich wollte eigentlich mit ihr reden, aber sie ist halt gerade indisponiert. Kann ich das... Werden die Leute nicht sauer, wenn ich jetzt auf der Bühne mit ihr rede? Ich will auch nichts... Ich kann nicht mit ihr reden, solange sie tanzt. Hey, Girl. Okay. Ja, okay. Verschwinde, aber sofort. Ja, Raus. Endlich hast du es genau. Begriffen. Mach, dass du Land gewinnst. Da waren Steine.
Denkst du, ich merke nicht, was du da tust? Raus! Habe ich gerade richtig gesehen? Nee, ne? Doch. Da, guck mal. Verstecktes Aufnahmegerät. Na komm schon, runter mit den Hosen. Wir haben nicht so viel Zeit. Du heißt ja meine Frau. Darum halt die Klappe und mach endlich. Aha. Hey, Shindy! Nein, gerade nicht. Nein, gerade nicht. Nein, gerade nicht. Aber... soll ich da vielleicht tanzen oder was? Also die sehen einen alle? Und von draußen kommt man nicht ran, ne? Oh. Ich speichere mal, ob das jemand sieht. Sanftes Klopapier. Kleiner gelber Stein, nice. Mehr brauchen wir da glaube ich auch nicht. Einfach um die Ecke geklaut. Alles gut, Leute. Ich will ja keinen Stress. Ich gehe ja mal wieder. Ich will keinen Streit. Ich wollte nur mal reingucken. Ich fand's so toll, was ihr da aufgebaut habt. Spitzending. So. Dann. Oh, Junge. Ich bin gespannt, was er diesmal... ich bin gespannt, was er als nächstes macht. Warte mal. Wegen der Gefallen. Ja. Was steht als nächstes an? Ah, du willst dich auf die nächste Bewährungsprobe stürzen. Klar. Und das, obwohl du bisher eher gegen meine Interessen gearbeitet hast. Was? Was für ein interessanter Kerl du doch bist. Aber zur Sache. Mein nächster Coup ist schon in Planung und für dich ist die Hauptrolle reserviert. Und was soll ich tun? Weißt du, normalerweise bin ich ein Ehrenmann. Ergo bezahle ich fast immer meine Schulden und lege noch etwas obendrauf. Jetzt brauche ich jemanden, der mir die lästige Laufarbeit abnimmt. Andernfalls würden meine sonstigen Geschäfte leiden, das verstehst du doch sicher. Nimm du mir die Arbeit ab und der Kassensturz wird sich für dich bezahlt machen. Ich glaube, es könnte eine Falle sein. Wem schuldest du etwas? Ace. Vielleicht bist du ihm schon begegnet. Ein ziemlich windiger Kerl mit einem glücklichen Händchen. Und dieses Glück hat ihn auch nicht bei einem Spiel gegen mich verlassen. Das ist natürlich angesichts der Tatsache, dass mich sonst jeder gewinnen lässt, bemerkenswert. Okay, betrogen? Ich frag mal. Denkst du, er hat betrogen? Vielleicht, aber das ist nicht wichtig. Ich bin kein schlechter Verlierer. Ich zahle. Immer. 1000 Splitter stehen auf dem Schuldschein. Zudem werde ich ihm die Summe mit einem kleinen Präsent verzinsen. Oh oh. Oh oh. Ich begleiche deine Schuld bei Ace. Tu das. Hier hast du die Splitter. Und natürlich darf meine Überraschung nicht fehlen. Hier. Leg sie einfach in die Hütte zwischen der Arena und dem Marktplatz ab. Unterhalb von Docs Bude. Am besten direkt auf den Tisch. Eine Überraschung will ja präsentiert werden. Der Müllbaron zahlt immer. Ja, ach ja, so ein lieber Kerl. Bring mir etwas bei. Wird gemacht. Konstitution, verdammt. Das ist gerne, das hätte ich auch gerne. Die Resistenzen, klar, wir haben noch 3 Lernpunkte. Übrigens muss ich auch noch irgendwie... investieren. Sollten wir vielleicht auch mal in irgendwas investieren, ne? Ich meine, warum nicht? Bevor die noch Schimmel ansetzen oder jemand wieder einen Infarkt in den Kommentaren kriegt. Ist das hier vom Müllbaron die Hütte? Nee, ne? Oder doch? Der Müllbaron zahlt immer. Also wir gehen erstmal zu Ace. Erstmal aktivieren wir die Quest wieder. Also, es wäre echt schön, wenn die automatisch wäre oder man sich das aussuchen könnte. Ja, der Müllbaron zahlt immer. Ein paar Aufgaben haben wir ja auch noch. Also langweilig wird uns nicht werden, ne? Wollte ich mal sagen. Und ich glaube, ein paar Level-Ups kriegen wir auch noch. Der Müllbaron.
Okay, Ace ist gerade in Los Knipers. Ist das dein Ernst? Das ist doch nicht dein Ernst. Ist das dein Ernst? Bist du dir sicher? Könnte auch dein Ernst sein. Meinst du wirklich? Bist du sicher? Naja. Ich bin unsicher. Outlaw, Outlaw. Ace, warte doch mal. Jetzt Ace. Ist das dein Ernst? Ace, 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 Ace. Tatsächlich. Ace, Ace, Ace. Das war schon immer so? Also. Der Müllbaron will seine Spielschulden begleichen. Er zahlt tatsächlich? Die Jungs hatten mir alle davon abgeraten, mich auf ein Spiel mit ihm einzulassen. Hm. Als ich ihn dann über den Tisch gezogen habe, dachte ich schon, er macht kurzen Prozess. Aber jetzt zahlt er auch noch. Es hat sich also tatsächlich bezahlt gemacht, nicht auf die Idioten zu hören. Er hat mir auch noch eine Kiste mitgegeben. Was soll ich mit einer dämlichen Kiste anstellen? Ich habe sie nicht geöffnet. Weißt du was? Stell sie einfach in der Hütte von meinem Bruder und mir ab. Neben ein paar toter Ratten wird eh nichts von Wert in dem Ding sein. Ja, gut, ja. Da ist er selbst dran schuld. Ich meine, wenn er uns den Auftrag gibt, dann... Ich will mal aus Spaß speichern. Ja? Aus Spaß speichern. Und dann mal gucken, finde ich das im Inventar irgendwo? Hier sind die Quests, Hauptmissionen, Geschriebenes, Rezepte, Audiologs, Items, defekte Elex-Waffe. Geschenkpaket. Sieht recht unscheinbar aus und scheint fest verschlossen zu sein. Wie ein Geschenk wirkt es nicht gerade. Ich kann es selber nicht öffnen, schade. Wollte ich nämlich gerade probieren, ob ich vielleicht selber mal reingucken kann und dann hier eventuell in Einzelteilen lande. So. Was mir einfällt, mit den Elex-Tränken könnten wir uns vielleicht doch früher schon den Jetpack-Angriff holen. Ich guck mal gerade, wir müssen jetzt von... Das Kriegerschwert habe ich ausgelassen, ne? Das Kriegerschwert 1 habe ich ausgelassen. Als nächstes käme dann der Feuer-Zweihänder. Für den brauchen wir eh 50 Geschick. Also würde ich sagen, eigentlich eine gute Idee. Ich will das Geschenk nicht abliefern. Aber ich meine, gut, er hat den Müllbaron abgezockt, also... Tut mir halt leid. Ablageplatz. Kann ich hier vielleicht warten? Ich weiß nicht, wann da jemand kommt. Wenn ich jetzt mache, bis zum nächsten, bis Mitternacht schlafen, dann kommen die doch bestimmt hierher zum Pennen, oder? Oder sind vielleicht schon da? Es ist sehr dunkel hier. Es ist sehr dunkel. Ich habe ja gespeichert. Weiß halt nicht, ob die kommen und ob das dann tatsächlich passiert. Würde das schon gern miterleben. Ach, schön. Ach, Watschi. Ich höre überall Geräusche, aber ich... Hier schleichen auch über Leute, das ist aber nur eine Wache da hinten. Ob man das miterleben kann oder ob man nur am nächsten Tag hört so, oh, die sind tot. Und ob wir eine andere Wahl haben mit der Geschenkbox, ob wir die vielleicht irgendwo anders hinbringen können. Zu Red zum Beispiel. Hm.
Ich glaube nicht, dass da jemand kommt. Sehr windig, der Wind wieder sehr aggressiv. Nee, da kommt keiner. Oder vielleicht ja auch von oben, man weiß es nicht genau. Und wenn ich nicht dabei bin, wie soll ich die Leichen denn sonst looten? Ich könnte jetzt eigentlich auch warten und dann einfach einen Zeitraffer machen. Aber ich will schon seit geraumer Zeit eigentlich eine Aufnahmepause machen. Na, müssen wir gucken. Ich lade einfach erstmal automatische Speicherung. Ich lade das hier. Ich pack da erstmal nichts auf den Tisch. Vielleicht mal gucken. Ich will dem Müllbaron halt keinen Gefallen tun. Keinen einzigen. Der soll mich ruhig hassen. Ich hoffe, das bringt irgendwie nichts Schlimmes mit sich. Dass wir dann auf jeden Fall sterben oder so. Manchmal hoffe ich noch auf ein paar Übergriffe. Mal gucken. Geschenkpaket. Steht da vielleicht noch irgendwas anderes mit bei? Nee, ne? Dann erstmal geben wir immer und legt noch was oben drauf. Okay. Da kann ich gerade nichts machen. Ach, das habe ich noch gar nicht gemacht mit dem Liebesversteck. Siehste. Ihr Tod wird sicher manch einem fortgefallen. Iron Medicine, die muss ich noch provozieren. Das Diebesversteck ist wo? Ist das hier im... Oh. Oh. Ich bin noch hier am Strand entlang gelaufen und ungefähr hier habe ich gesagt, nee, ich gehöre zurück, ist zu weit. Nee, das war hier. Okay. Das war hier unten. Okay. Bei der alten Fabrik, genau. Hier bin ich am Strand rumgelaufen. Wahrscheinlich bis hier. Ich weiß es nicht. Okay. Das ist schon ein Stück weit weg. Das mache ich nächstes Mal. Dann würde ich vielleicht noch mal kurz gucken. Iron Medicine. Die dürfte ja hier irgendwo ansprechbar sein. Gelber Pfeil, ne? Iron Medicine, ja. Mit der muss ich ja nur quatschen. Und bestenfalls greift sie mich dann an und ich muss mich wehren und dann wird eine Stelle frei. Eventuell. So, gucken wir gleich mal. Da drüben ist ja ihr Revier. Ihr wunderschönes, grünes, bewachsenes Waldrevier. Mh, so schön hier. So. Quick Save. Und mal gucken. Hallo. Ah. Wie ich hörte, genießt du nicht den besten Ruf. Ach, tue ich das nicht? Dabei schlage ich diejenigen zu Klump, an denen sich niemand die Hände schmutzig machen will. Dennoch gibt es immer wieder Leute, die meinen, ihr Maul über mich zerreißen zu dürfen. Verrate mir, wer dahinter steckt. Cindy will, dass du aus dem Weg geräumt wirst. Das wirst du von mir nicht erfahren. Ja, ich provoziere die. Das wirst du von mir nicht erfahren. Hör mal, du Missgestalt. Mir ist es egal, welchen Ruf du hier genießt. Ich breche dir alle Knochen, wenn du nicht redest. Ich bin super. Deine Drohungen lassen mich kalt, ja. Komm, ich beleidige die mal. Du bist zu beschränkt, um die Antwort fassen zu können. Du legst es ja darauf an, dass ich deine Innereien durch den Mixer jage. Noch ein paar letzte Worte? Das Ganze war nicht ernst gemeint. Ich hab das Gequatsche satt. Fangen wir an. Wenn ich mit dir fertig bin, werfe ich deinen stinkenden Kadaver auf den Müll, wo er hingehört. Du bist tot! Mist. Hatte keinen guten Start. Was war das denn gerade, bitte? Entschuldigung. Endlich nimmst du Vernunft an. Entschuldigung, Leute. Ja, feines Fresschen, gönn dir mal. Junge, Junge, Junge. Ja.
Von dem Drecksloch hier ganz ehrlich. Nee, lass mal. So, gibt's hier noch irgendwas Neues? Nee, ne? Was soll das werden? Folter durch Totquatschen? Ich spucke auf jeden, der sich Kalans Willen nicht unterwirft. Ja, dann viel Erfolg beim Spucken, ne? Also. Warte. Entschuldigung. Wollte noch ein bisschen dramatisch sein. So, jetzt müssen wir wieder zu Zündi, ne? Wo ist denn Zündi? Wo war denn hier der Buff? Das da hinten ist die Kneipe. Zum Leuchtturm wollte ich auch die ganze Zeit noch. Wo ist denn hier der Buff? Uff, uff, uff. Wir fahren in den Buff. Da ist er ja. So. Tschu, tschu. Das ist nicht der Buff. Okay, mal ganz kurz gucken, vielleicht kann der uns helfen? Nein. Crazy Red. Ich weiß, ich find's irgendwie schön. Ich weiß nicht warum, find's irgendwie gut. Hier ist die Arena. War mit ihm noch irgendwas Neues? Nee, ne? Bring mir was bei. Bring mir etwas bei. Auf jeden Fall. Paradestärke, Angriffsstärke. Ah, schade. Ah, Angriffsstärke. Wäre so schön, ne? Stärke und Konsti, scheiße. Fernkampfwaffen könnten wir auf jeden Fall lernen. Stärke 55 für Nahkampfwaffen 2. Stärke 55 brauchen wir auf jeden Fall, bis wir den Feuerzweihänder holen. Ich schreibe mir das mal eben ganz kurz auf, ja? Nahkampfwaffen. Nahkampfwaffen braucht 55er Stärke. So. Okay. Das heißt, Jetpack-Angriff war auch Stärke, die wir brauchen. Nee, das war Geschicklichkeit, die wir brauchen. Ah, Mist. Okay. Aber da können wir beides auf dem Weg dahin, holen wir uns beides. Granatenschaden, auch eine tolle Idee, können wir auch machen, aber ich, Granaten mache ich nicht so viel. Der Wuchtschlag, den würde ich gerne noch maximieren. Gerissenheit, Geschicklichkeit, also wird vielleicht nie passieren. Paradestärke, Nahkampfwaffen würde ich wahnsinnig gerne lernen. Fernkampfwaffen, ja, später. Könnte ich vielleicht einen Punkt machen, aber... Nee, momentan noch nicht. Ich benutze die nicht so oft. Ich benutze die eher zum Triggern. Also zum Pullen. So, wo ist denn nur der Puff? Und was ist hier? Achso, war das da, war das Minenfeld. Wie alle überall hinpissen hier, ne? Ich will gar nicht wissen, wie das hier stinken muss alles. Das ist immer noch die Taverne. Wo ist dieser scheiß Puff, Mann? Ich mach mal Folgendes. Ich aktiviere wieder, schwerwiegender Verlust? Nein. Diebesversteck, das war es auch nicht. Aber wir müssen ja eh, eigentlich müssen wir noch zu Cindy. Eigentlich. Gefallen für den Müllbaron, zahlt immer. Eigentlich müssen wir noch zu Zündi, aber jetzt müssen wir ja den Exitbeutel holen. Weißt du was? Ich mach das mal nächstes Mal. Ich habe unwahrscheinlich großen Hunger und Durst, noch nichts gegessen und getrunken heute. Und ich merke auch langsam, wie die Konzentration ein bisschen nachlässt. Oh! Und ich sehe gerade, wir haben Codierungsverzögerung. Oha, ich hoffe, es ruckelt nicht bei euch. Ach du Heilige, was ist denn da los? Ich hoffe, es ruckelt nicht bei euch. Ich check das gleich mal. Dann mache ich jetzt eh Aufnahmepause, ne? Ich, huch. 7,8%, was ist denn da los? Da läuft sonst nichts groß auf dem Rechner. Oha, 7,7 nur noch. Das ändert alles. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns nächstes Mal wieder in der nächsten Aufnahme. Grüßt mir Zukunftskronk. Vielen Dank fürs Zuschauen und, jetzt läuft ja wieder, ne? Jetzt läuft wieder wie geschnitten Brot. Huch. Wir leveln. Wir kloppen, wir siegen,
Es läuft. Wir sind wieder dabei. Ich freue mich. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Aufnahme. Ciao mit V. Tschüss.